Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Ja, heute gibt es ein Video, was mal wieder nach einem Monat aufgebraucht gezeigt wird. Und zwar ist das jetzt alles aus dem Monat Mai. Und das ist diesmal natürlich dann auch nicht ganz so viel, wie jetzt, wenn ich natürlich 2 Monate sammle. Aber ich finde, so für einen Monat ist es auch schon wieder echt eine Menge geworden. Und von daher würde ich sagen, legen wir auf jeden Fall direkt los. Ich habe zum einen wieder von W5 die feuchten Allzwecktücher in der Sorte Meeresfrische aufgebraucht. Wer meine Videos schon länger verfolgt, weiß, dass ich W5 wirklich super finde. Das ist ja die Lidl-Eigenmarke. Ich bin allerdings eher der Typ Zitrus anstatt Meeresfrische. Dann habe ich von der DM Sanft und Sicher Marke das ultrasensitiv feuchtes Toilettenpapier aufgebraucht. Ich hatte das schon öfter mal gehabt. Ich muss allerdings sagen, dass es mir dieses Mal überhaupt nicht gefallen hat. Ich hatte ja davor die Male immer Cotonelle und ich weiß nicht, ob ich einfach von diesen Tüchern sehr verwöhnt war. Von der konnte mich das sanft und sicher irgendwie gar nicht begeistern. Ich werde es vielleicht irgendwann nochmal testen, aber ich denke mal, ich werde jetzt erstmal bei Cotonelle bleiben. Dann habe ich eine Handseife aufgebraucht, auch von Lidl, und zwar von der Sienne-Eigenmarke. Und zwar war das mal aus so einer Limited Edition, aus einer Spa-Serie Hawaiian Dream. Und die mochte ich sehr, sehr gerne. Das war ein exotisch-fruchtiger Duft und das hat mir wirklich gut gefallen. Das war wirklich ein toller Duft. Das hatte ich jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal. Und ja, könnte ich mir auch immer wiederholen, kann ich immer wieder riechen. Das ist auch kein Duft, den ich mir irgendwie jetzt übergerochen habe. Also ich finde den immer noch super. Dann habe ich endlich meine Bodylotion aufgebraucht, nicht aussortiert. Und zwar von Balea, die Bodylotion No Drama Llama. Das war ja eine Limited Edition, die es zu Weihnachten gab. Hier steht jetzt für entspannt dramafreie Stunden. Und das war vom Duft her so ein bisschen zimtig, weihnachtlich und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe jetzt tatsächlich gestern oder vorgestern den letzten Rest so an den Beinen benutzt und ich muss echt sagen, die hat mich von der Pflegewirkung echt überzeugen können. Normalerweise finde ich immer Balea Duschgele oder auch Balea Seifen, die günstigen, sind halt von der Pflegewirkung leider, dadurch, dass es günstig ist, nicht so gut. Aber die war echt gut und dafür, dass die irgendwie 1,25 Euro oder so kostet, muss ich sagen, fand ich die wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, mal wieder eine Balea Bodylotion zu kaufen. Ich weiß natürlich nicht, ob da die Pflegewirkung anders ist, aber die fand ich wirklich sehr, sehr gut und sie ist super schnell eingezogen. Und das ist für mich immer das Wichtigste, dass ich sowas eben auch morgens benutzen kann. Einfach schnell rauf, einziehen, fertig. Also, richtig super. Dann ein Balea Deo Spray mit Himbeerduft, endlich mal leer geworden. Ich benutze ja sonst das Rexona. Das ist tatsächlich nur ein Deo, was ich unterwegs nehme, um mich mal frisch zu machen. Und von der war der Duft jetzt langsam auch so, dass ich ihn irgendwie nicht mehr riechen konnte. Wie gesagt, ich benutze es nicht als Normal-Deo. Von der kann ich über die Wirkung nicht wirklich viel sagen. Dann habe ich mal wieder die Ebelin Maxi Pads Super Soft aufgebraucht. Ja, irgendwie habe ich mich so ein bisschen in die verliebt. Eigentlich hatte ich ja immer nur die normalen von der Größe her. Aber einmal die getestet und seitdem bei denen geblieben. Und die von Cotonelle nicht, sondern von Ebelin finde ich wirklich sehr, sehr gut. Dann hat mein Freund aufgebraucht Rexona Man Motion Sense, das Cobalt Dry. Fand er auch nicht so gut. Der meinte, das hat sehr viel Ränder gegeben und er hatte, ich glaube, 1, 2 neue T-Shirts an, hat das Deo genommen und hatte sofort gelbe Ränder. Da war er sehr sauer und das wird er wohl nicht wieder kaufen. Dann habe ich von Country on Stream ein Apple First Sense. Das war in meiner No Make No Life Box. Das ist tatsächlich jetzt das erste Produkt aus dieser Box, was ich getestet habe und was ich jetzt aufgebaut habe. Und ich dachte ja bei Apple First Sense, dass das ein Serum ist. Bis ich dann festgestellt habe, das kann gar kein Serum sein, das ist viel zu flüssig. Und weil man es ja auch, weil es hier ja auch einen Sprühkopf hat. Daher war es ein Gesichtswasser. Das war sehr, hat sehr fruchtig nach Apfel auch geduftet, hat jetzt nichts Besonderes mit meiner Haut gemacht, also wäre jetzt kein Produkt, wo ich jetzt unbedingt das aus Japan bräuchte.
Dann habe ich nochmal für unterwegs von HIP die zarten Pflegefeuchttücher aufgebraucht. Ich finde die immer super für unterwegs, auch wenn man irgendwie mal jetzt gerade in der warmen Zeit unterwegs ist und man irgendwie ein Eis isst oder so, man kleckert seine Hände voll. Finde ich die richtig, richtig gut. Die habe ich immer dabei und kaufe ich immer wieder. Dann habe ich mal wieder von Alta Pharma Eisen und Vitamine das mit Sauerkirschgeschmack aufgebraucht. Ich finde das immer nach wie vor noch super und habe mittlerweile auch irgendwie hier mit meiner Lieblingssorte gefunden. Ich habe ja von DM auch die Cassis-Sorte mal ausprobiert. Da ist aber, das habe ich auch durch eine ganz liebe Abonnentin oder ein Abonnent, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, der mir geschrieben hat, man braucht von dieser nur eine am Tag nehmen und von denen von DM muss man nämlich zweimal am Tag eine nehmen und ich vergesse sowas gerne mal. Deswegen ist das bei mir ein Ritual geworden, das jeden Abend zur Mahlzeit zu trinken und zwei Tabletten am Tag wird nichts. Von daher habe ich mich an diesen Sauerkirschgeschmack auch schon gewöhnt und hört sich blöd an, ich freue mich abends schon darauf. Also von daher werde ich das auch weiterhin machen, weil es mir einfach gut tut. Und ich merke, dass es mir einfach gut geht damit. Dann habe ich mal wieder meine Kontaktlinsen aufgebraucht von iLike. Das sind ja die von Boutni und das sind, ich glaube, das sage ich jetzt zum 80. Mal, meiner Meinung nach die besten Kontaktlinsen aus der Drogerie. Ich habe die von Rossmann getestet, ich habe die von DM getestet und die hier. Müller tatsächlich habe ich noch nicht, weil ich ja nur einen Müller habe, der ein bisschen weiter weg ist. Aber meiner Meinung nach richtig, richtig gute Kontaktlinsen. Dann habe ich mal wieder mein Rexona Maximum Protection aufgebraucht. An sich ein Deo, womit ich sehr zufrieden bin. Ich habe nur ein bisschen das Gefühl, dass sich mein Körper zurzeit etwas umstellt. Und ich habe das Gefühl, mir reicht dieses Deo nicht mehr. Jetzt bin ich im Moment auf der Suche nach einem neuen Deo. Ich habe mir es zwar erstmal nochmal nachgekauft, aber ich merke, es schützt mich nicht mehr so wie vorher. Mal schauen, wie das weitergeht. Dann habe ich von L'Oreal eine Absolute Repair Cellularkur aufgebraucht. Das ist eine Kur aus dem Profibereich für extrem geschädigtes Haar. Ich finde an sich ist das eine super, super Serie, gerade wenn man wirklich sehr geschädigtes Haar hat. Man muss allerdings sehr, sehr aufpassen, weil die sehr beschweren kann, wenn man zu viel nimmt. An sich sonst eine super Serie. Ich liebe L'Oreal und ja, habe ich auch, glaube ich, nochmal da in groß. Dann habe ich eine Zahnpaste aufgebraucht und zwar von Happy Brush, die Super Mint. Das waren ja die, oder ist ja die, die es irgendwann neu bei DM gab, wo es ja auch diese Zahnpasta von gab. Ich glaube, das war in der Höhle der Löwen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Die war auch relativ teuer, 2,95 €. Ja, hat jetzt nichts anderes gemacht wie meine Odonil 3. War eine gelige, grüne, also jetzt nicht weiß wie die meisten Zahnpasten, sondern eben durchsichtig grünlich und war aber sehr minzig. Also das fand ich ganz gut, aber würde ich mir jetzt tatsächlich für 2,95 € nicht nochmal kaufen. Dann habe ich noch ein Shampoo von L'Oreal passend dazu leer gemacht. Nicht ganz passend, weil dies hier für ja, koloriertes Haar ist. Und zwar von L'Oreal das Vitamino Color Arx Shampoo, auch in der kleinen Größe. Und das ist ein Shampoo, was ich sehr liebe, weil es riecht extrem, extrem gut und es ist wirklich toll. Es beschwert nicht, es macht einen ganz tollen Glanz ins Haar, es pflegt, es reinigt, es ist wirklich sehr, sehr gut. Das würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, ist ein richtig, richtig, richtig tolles Shampoo. Habe ich aber, glaube ich, auch nochmal da. So, dann haben wir nochmal von Cotonelle die feuchten Toilettentücher Grüner Tee und Jasmin aufgebraucht. Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Cotonelle zurzeit meine Nummer 1, was die feuchten Toilettentücher angeht. Auch der Duft war wieder sehr spa-mäßig, hat mir auch wieder gut gefallen. Also Cotonelle bleibt meine Marke. Dann habe ich von Hello Kitty ein Body Splash aufgebraucht. Der war von H&M und zwar in der Duftrichtung Green Pier. Der ist auch schon etwas älter, sodass ich diesen dann auf der Toilette seinen Abschluss gegeben habe. Ich fand diese Body Splashes eh irgendwie nicht so schön. Die waren sehr klebrig und haben mir daher auch nicht gefallen. Von der hat kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich hier noch ein Shampoo und zwar von YouCare, von der Marke Artistic, ein Cleansing Hairbad, also ein Shampoo, was die Haare reinigt, vor allem wenn man viel Haarspray, Trockenshampoo etc. benutzt, was ich schon öfter mal benutze, im Sommer eigentlich fast gar nicht, weil ich da jeden Tag morgens meine Haare wasche. Ich muss sagen, ich fand das nicht so dolle.
Also irgendwie konnte mich das überhaupt nicht überzeugen. Und ich habe letztens mit einer Kollegin von mir gesprochen und die meinte auch, ja, ich habe letztens das Artistic Cleansing Herbert benutzt. Das war ja total schrecklich. Ich sagte, ja, finde ich auch. Also dann kann ich auch ein Schuppenshampoo benutzen. Das finde ich tatsächlich noch besser. Also das ist für mich irgendwie ein Flop-Produkt. Dann habe ich ein Serum aufgebraucht von Elizabeth Grant und zwar das Essence of Turiculum. In dieser schönen goldenen Verpackung. Das war eine Pipette. Und da bin ich sehr, sehr lange mit ausgekommen. Das sind 105 Milliliter gewesen. Und Turiculum ist halt so ein, ja, Serum, was man irgendwie für alles nehmen kann. Elizabeth Grant gibt es ja bei QVC zu kaufen. Und das ist eben Serum, was man auch bei Sonnenbrand oder bei Allergie oder sowas benutzen kann. Ich muss sagen, ich glaube, ich würde es mir nicht kaufen. Ich habe noch, glaube ich, eins da, weil die oft auch in Sets drin sind. Aber mir klebt das irgendwie zu sehr. Also, ich kann das jetzt nicht empfehlen. Also, weiß ich nicht. Ich kam mich nicht so gut mit zurecht. Also, immer wenn ich das dann benutzt habe, hatte ich das Gefühl, dass es auf der Haut irgendwie nicht wirklich weggezogen ist. Das fand ich sehr schade. Dann von Isana eine limitierte Edition Cremeseife und zwar die Country Chic mit fruchtigen Aprikosen- und Grünteeduft. Finde ich eine sehr, sehr schöne Verpackung. Duft kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ah doch, der war auch sehr schön, sehr fruchtig, vor allem die Aprikosen, das hat mir gut gefallen. Also das wäre auch ein Nachkaufprodukt, fand ich auch sehr gut. Vor allem, was ich daran auch mal ganz schön finde, dass sie nicht ganz so groß waren. Das waren jetzt nur 300 Milliliter. Ich finde das immer schön, dass man eben, klar, es ist blöd wegen der Verpackung, aber dass man einfach auch ein bisschen mal öfter wechseln kann. Weil diese 500 Milliliter von DM, da komme ich immer so lange mit aus und ich möchte immer so gerne, ja, am liebsten alles irgendwie testen. Dann hat mein Freund noch ein Deo aufgebraucht und zwar nochmal von Rexona, das Invisible Aqua. Fand er auch nicht so gut. Da hatte er genau das gleiche Problem wie beim anderen Rexona auch. Von der, denke ich mal, wird das auch kein Nachkaufprodukt sein. Er war immer mit Nivea sehr zufrieden und von der denke ich mal, dass er wahrscheinlich dahingehend zurückgeht. Dann habe ich von Seven Heaven ein glatte Fersen, so eine Fußcreme aufgebraucht. Die ist so. Die war in der Barbara-Box, wo ich das Unboxing nicht gezeigt hatte. Also an sich muss ich sagen, war das wirklich. Also hier steht, spendet Feuchtigkeit, glättet und macht die Haut angenehm weich. Hilft bei rissiger und trockener Haut. An sich fand ich das eine gute, solide Fußcreme, die auch sehr gut Feuchtigkeit gespendet hat. Aber die Verpackung. Also, ich hatte die aufgemacht und ich bin dann auch so manchmal ein bisschen eincremefaul und habe das auch nicht jeden Abend geschafft. Ja, und dann war das natürlich alles schon teilweise ausgetrocknet. Also für die Verpackung gibt es definitiv einen Daumen nach unten, weil das trocknet so schnell aus, da hat man so wenig vom Produkt, man kriegt es eh schon schwer raus. Also Fußcreme an sich gut, Verpackung schlecht. So, dann haben wir auch gar nicht mehr so viel hier. Dann haben wir noch ein Parfüm oder ich ein Parfüm aufgebraucht, was auch den Rest in der Toilette gefunden hat. Und zwar von Puma 1. Ein Eau de Toilette. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Hat sehr, sehr sportlich gerochen. Hat mir auch gut gefallen. War aber am Ende dann auch nicht mehr so schön und hat eben nach diesem alten Parfüm gerochen. Sehr alkohollastig. Von der habe ich dann den Rest, ja, auf die Toilette genommen. So, dann habe ich hier mal zwei Fußmasken im Vergleich. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass ich das beides in einem Monat genommen habe. Und zwar habe ich hier einmal benutzt von Sephora die Lavender Foot Mask. Sieht so aus. Und von Peggy Sage die Fußmaske, die auch auf jeden Fall einen Lavendel. Lavendel, Kamillen, Pfefferminze und Eukalyptusextrakt. Angereicherten Arganöl, Karité-Butter-Serum getränkten Socken. Okay, ich habe diese beiden getestet. Und ich muss sagen, der Gewinner eindeutig ist hier. Ganz, ganz toll. Hat mir richtig gut gefallen. Es war ganz toll kühlend. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Eben nach diesen Lavendel, Kamillen, Pfefferminze. Also es hat gekühlt, es hat gepflegt. Und meine Füße, man sollte das 20 Minuten übrigens einwirken lassen. Meine Füße waren danach so gepflegt und so toll. Es hat mir so gut gefallen. Eine Woche später habe ich dann diese hier gemacht.
Und die kam nicht annähernd an die Wirkung dieser Fußmaske ran. Sie war auch gut, sie hat auch gut gekühlt, sie hat auch sehr gut nach Lavendel gerochen, aber danach, dieses Gefühl war nicht so gut wie hier. Also, es war nicht so weich, es war nicht so feuchtigkeitsgetränkt. Ich hatte auch danach das Gefühl, nach 2 Stunden, dass meine Füße genauso wie vorher sind. Und das hatte ich hier tatsächlich nicht. Da hat das teilweise, würde ich sagen, fast 2 Tage hatte ich so schöne, weiche Füße. Also, von der fand ich das sehr schön, mal diese beiden Fußmasken getestet zu haben und auch mal zu sagen, Sephora kann da leider nicht mithalten. Und die ist deutlich teurer wie die hier. Also. Die würde ich mir definitiv übrigens nachkaufen. Ich habe mir da noch so eine andere von gekauft. Das ist ja von Pegisage, unserer Kosmetikmarke, also wo ich arbeite. Und da gibt es jetzt noch so eine andere mit so einem Enzympeeling. Das werde ich auch nochmal ausprobieren. Und ja, fand ich auf jeden Fall sehr cool, mal diesen Vergleich zu haben. Dann habe ich noch eine Balea-Tuchmaske aufgebraucht, die ein absoluter Flop war. Und zwar die Balea-Tuchmaske mit Aktivkohlevlies für unreine und Mischhaut. Ich hatte die raufgemacht, weil ich extrem pickelige Haut hatte und habe gedacht, komm, dann nimmst du jetzt mal was speziell gegen diese Haut. Ich habe mich extra vorher ordentlich abgeschminkt. Ich habe das raufgemacht, danach habe ich das Gefühl, meine ganze Haut juckt. Also es war nicht schön. Meine Nase hatte ich das Gefühl, hatte danach noch mehr Pickeln als vorher. Also es war totaler Flop. Ganz schlimm, nicht zu empfehlen. Dann habe ich noch ein Paket der Balea No Stripes dazu passend aufgebraucht. Und zwar diese hier. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich die und auch wieder die von Pegisage getestet habe, die gelben. Und auch diese konnten nicht überzeugen. Sie waren okay, aber die von Pegisage waren wesentlich besser. Vor allem, man hatte danach total alles hier schwarz und das Schwarze war bei mir so doll in den Poren noch drinne. Das musste ich erstmal wieder mit einer Reinigungsmilch rübergehen und das alles wieder abmachen. Also das fand ich ganz schlimm. Und definitiv haben die von Pegisage wesentlich mehr rausgezogen als diese hier. Also von der würde ich mir die nicht nachkaufen. Ich habe noch ein Paket davon da, die werde ich noch aufbrauchen. Aber danach werde ich nur noch die von Pegisage nachkaufen. So, dann haben wir noch einen Duschschaum aufgebraucht. Und zwar von Rituals, den The Ritual of Hammam. Refreshing Fresh Eucalyptus and Rosemary. Puh, das war so ein Schaum, der mich so gar nicht begeistern und überzeugen konnte. Ich bin ja auch überhaupt nicht so dieser Eukalyptus-Fan. Und das war, hätte auch fast eher was sein können, so jetzt richtig für den Sommer, da ich aber irgendwie nicht mehr warten konnte und unbedingt meine Sachen mal leer machen wollte, habe ich den so einfach benutzt. Aber würde ich mir so definitiv nicht nachkaufen, ist überhaupt kein Duschschaum für mich. Also da mag ich die anderen, den roten, den grünen oder so, viel, viel lieber den weißen. Also kein Nachkaufprodukt. War, glaube ich, ein Produkt aus dem Adventskalender. Dann habe ich noch ein Parfüm aufgebraucht, was auch im Badezimmer leer geworden ist. Und zwar von Yves Rocher Yellow Peach Eau de Toilette. Das hatte ich euch letztes Mal, glaube ich, schon mit Kokos oder Vanille gezeigt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gibt es ja immer für jede Frucht solche kleinen. Das finde ich immer ganz schön. 20 Milliliter. Die sind auch an sich ganz gut, aber dies war auch einfach jetzt schon viel zu alt. Hat auch einfach sehr alkohollastig und sehr alt geduftet. Und ja. Von der würde ich mir das aber auch so nicht nachkaufen, weil mich das jetzt so vom Duft auch nicht überzeugen konnte. Auch vorher nicht. Dann auch endlich leer geworden. Von Lush. Der Dream oder Dream Cream Hand and Body Lotion. Puh, ich glaube, das war das schlimmste Lush-Produkt, was ich je hatte. Also als Body Lotion ging das bei mir gar nicht, weil es irgendwie überhaupt nicht eingezogen ist. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen. So, dann habe ich gedacht, okay, was machst du damit? Habe ich gedacht, na gut, hier steht Hand in Body Lotion. Ich stelle jetzt das mal an den Nachttisch. Und mein Freund und ich, wir sind dann immer so, er hat auch immer sehr trockene Hände. Und wir sind schon wie so ein altes Ehepaar. Abends, bevor wir schlafen gehen, wird nochmal Handcreme verteilt und dann cremen wir uns die Hände ein. So, das erste Mal greift mein Freund herein, so macht das auch auf seine Hände und sagt zu mir, oh, das riecht ja richtig ekelhaft. Das riecht ja, als wenn mir jemand auf die Hand gepinkelt hat. Und seitdem er das gesagt hat, habe ich nur noch irgendwie einen ekligen Geruch wahrgenommen bei diesem Dream Cream.
Und auch heute, wenn ich dran rieche, ist es noch, ne, kann man, muss ich noch sauber machen, weil die kann man ja abgeben. Immer noch, als wenn man, also ganz beißender, stechender Geruch, hat mir überhaupt nicht gefallen, wird auch, glaube ich, mein Flop-Produkt von Lush überhaupt werden. Sonst hatte ich bis jetzt nie eins, wo man sagt, so richtig, richtig schlimm. Also kann ich euch nicht empfehlen. Vor allem, wenn man schon was von Lush kauft, dann sollte es auch irgendwie schön duften, aber das war gar nicht meins. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob jemand das vergöttert und liebt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ist ja auch in Ordnung. Jeder hat ja seine eigene Meinung, aber würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr dazu steht. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr das kennt und wie ihr das findet. Dann bleiben wir mal gleich bei Lush. Und zwar habe ich noch eine Badekugel aufgebraucht und zwar Luxury Lush Put. Da kann man leider auch nichts, das musste ich raufschreiben. Das war diese ganz bunte, die es mal zu Weihnachten gab. Die war von der Pflegewirkung und auch von der Farbe ganz schön. Man hat es natürlich wieder schwer abbekommen. Nur leider die Entwicklung der Badebombe war wieder sehr schlecht. Also ich habe jetzt auch echt gemerkt, ich muss die Sachen einfach schneller aufbrauchen, damit es nicht so lange liegt, weil gerade die Badebomben verlieren sehr an Spektral, wie nennt man das? An, jetzt fällt mir das Wort. Also wenn man die reinmacht, dann drehen die sich auch kaum noch. Also ja, die verlieren an. Kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, mir fehlen die Worte. Aber also Pflegewirkung bleibt natürlich immer noch gleich. Aber das Spektakel da drin wird einfach weniger oder gar nichts mehr. Und das bröckelt auch auseinander. Bei der war das zum Beispiel so, dass mir die in der Mitte direkt durchgebrochen ist und dann waren es direkt nur noch zwei Teile. So, dann haben wir noch ein Duschgel aufgebraucht. Und zwar ich diesmal. Die Duschcreme von Trackle Moon und zwar Lovely Mint Story. Und wenn ihr seht, dass da gar kein grünes Duschgel drin ist, sondern ein rotes, könnt ihr euch bestimmt denken, dass ich da ein bisschen was umgefüllt habe. Zumindest so, wie die Flasche auch aussieht. An sich, Lovely Mint Story finde ich richtig, richtig super. Ich habe auch drei Flaschen mir noch geholt davon und gebunkert. Und die werde ich auf jeden Fall auch bunkern, weil ich die gerade für den Sommer großartig finde. Und jetzt sind hier gerade in Hamburg über 30 Grad in einer Woche und ich dusche nur noch mit Minzduschgelen und alles, was irgendwie kühlend ist. Von der, da freue ich mich auf jeden Fall, da auch noch ein paar große Flaschen zu haben. So, und dann kommen wir zum letzten Produkt, was ich aussortiert habe. Und zwar von M. Asam eine Push-Up-Büstenpflege. Das habe ich mir damals mal gekauft und habe gedacht, naja, wird schon irgendwie was bewirken oder was sein. Ich habe es allerdings, es hat immer sehr. Wie nennt man das? Wenn man es aufgetragen ist, ist es sehr schlecht eingezogen. Dadurch hat es immer sehr geschwitzt. Man hatte das Gefühl, die Brust schwitzt die ganze Zeit. Und es war auch ein ekelhafter Geruch. Und ich habe es jetzt auch lange nicht benutzt. Und es war eben für Büste und Dekolleté gedacht. Und ich habe gedacht, nee, du tust es jetzt weg. Du benutzt es sowieso nicht. Und das kommt jetzt in den Müll. Ja, ihr Lieben, meine Douglas-Tüte ist leer. Das waren auf jeden Fall wieder einige Produkte. Ich werde euch hier unten wieder hinschreiben, wie ihr das von mir kennt, wie viele Produkte ich aufgebraucht habe. Ich bin wieder ganz stolz, was so ein bisschen leer geworden ist. Natürlich merkt ihr seht ja, es kommen auch immer mal wieder DM-Hauls, dass da immer mal wieder was Neues auch wieder eintrifft bei uns. Also von der hat es wahrscheinlich mal plus minus null. Ich würde noch gerne eine Frage an euch stellen. Und zwar wollte ich gerne wissen, möchtet ihr lieber Monatsvideos haben, also wie jetzt, dass das Video auch nicht ganz so lang ist, obwohl ich gerade schon wieder sehe, dass es schon wieder 23 Minuten lang ist. Also würdet ihr euch wünschen in Zukunft, dass ich lieber so ein Video jetzt mache für ein Monat oder möchtet ihr weiterhin, so wie es vorher war, ein Video von 2 Monaten? Da würde ich mich auf jeden Fall selber einen Kommentar von euch unten freuen. Einfach schreiben monatlich oder zweimonatlich. Und ja, sonst würde ich mich auch natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen, weil mir das dann einfach zeigt, dass ihr die Videos gerne schaut und dass ich auf jeden Fall weiter solche Videos mache. Ich bedanke mich mal wieder ganz herzlich bei euch, wünsche euch noch einen ganz tollen Abend und sage bis bald, ihr Lieben. Tschüss!